Hallo und herzlich willkommen zur Kunst der Unvernunft Live 2020 Spezial. Diese Folgen sind ein bisschen anders, denn ich habe mir einfach Telefonnummern geben lassen von Menschen, die ich anrufen dürfte, habe das aufgenommen und wenn ich dann ein Ja bekommen habe, dann habe ich das Ganze hier in den Feed gepackt und sende es. Und heute ist die Folge dran vom 28.12., in der Gespräche drin sind, die ich noch kurz vor Weihnachten geführt habe. Nämlich mit der unvergleichlichen Kat Kristall, die hat nämlich Post geschickt und da war klar, dann muss ich die mal anrufen. Und Lara, die ich vorher überhaupt nicht kannte, mit der habe ich auch ein wunderschönes Gespräch geführt. Ja, und ich würde sagen, ich gebe jetzt einfach direkt zu mir selbst rüber, damit das Intro nicht ganz so lange wird. Viel Spaß und bis morgen. Hallo, liebes Publikum, es ist Dienstag, der 23.12. und ja, nachdem ich gestern Abend dann in so einem lokalen Zoom-Meeting irgendwie meine ganzen Geschenke eingepackt habe und gestern auch noch ein Gespräch geführt habe, was wirklich sehr, sehr schön war und auch sehr lang ging, was aber nicht gesendet wird, bin ich jetzt wieder am Schreibtisch und habe, ja, also ich habe heute drei Pakete bekommen. Eins kam hier aus Österreich und dazu später mehr. Da möchte ich nämlich mit dem Menschen sprechen, der es geschickt hat. Es dürfte schon irgendwie den Stammhörern ja klar sein, was es ist. Ja, und dann hat mir aber auch Kat Kristall ein Paket geschickt. Und dann dachte ich mir jetzt, weißt du was, die steht zwar gar nicht auf meiner Liste, aber dann rufe ich die doch jetzt an, denn ich habe es noch nicht ausgepackt und sie hat mir irgendwie mitgeteilt, ich könne es schon aufmachen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich das möchte, aber wir können ja schon mal drüber reden. So, das ist die Nummer und dann gucken wir mal, ob sie da ist und rangeht. Timing, Hestix, Timing. Sekunde, ich kann mal zur Nummer gleich zur erkannt. Ist ja fürchterlich. Ja, na hallo, klar, Kat. Ich habe die doch eingespeichert. Hallo. Sehr gut. Ja, pass auf, du bist hier live auf Sendung. Nein, nicht live, aber ich nehme das auf. Ja. Weil du kennst, hast ja von meiner Teufelei schon gehört. Und kann du hast ich, mich genau. Nicht eingeladen, aber du hast ein Paket geschickt und das schreit ja quasi nach Konsequenz. Das stimmt. Ja, ich habe gerade schon mal eben kurz per WhatsApp Dankeschön gesagt. Du sagst, ich dürfte es aufmachen, das wäre okay. Oder soll ich es noch zulassen? Du kannst es auch aufmachen, wenn du magst. Es ist natürlich weihnachtlich angehaucht. Ach was. Aber es ist grundsätzlich erstmal das Jahresende Dankeschön. Das Jahresende natürlich. Dankeschön. Also das bringt dass mich in Bedrängnis. Dass du durchgezogen hast und so nett warst und die Live-Sendungen und dich so gestresst hast und... Oh. Und. Ach, ich bin einfach gerade sehr gut. Pass auf, wir machen Folgendes. Das Paket, ich lasse das jetzt wirklich noch zu. Ich schmeiße das unter den Baum. Also ich lege es vorsichtig unter den Baum. Ich gucke da jetzt nicht rein. Das heißt, wir reden jetzt auch einfach nicht über, was drin ist. Aber mit dir habe ich so lange nicht mehr gesprochen. Und dann, was ist denn bei dir alles passiert dieses Jahr? Also du hast es überstanden, das ist gut. Und du hast offenbar gerade Zeit. Das habe ich nicht erwartet, dass du die hast. Ja, heute ist der erste Tag nach... Oh Gott, 3,5 Wochen, an dem ich sehr wenig arbeite, nämlich gerade mal 4 Stunden. Ich habe dieses Jahr ja ganz schön viel gemacht, irgendwie ganz schön wenig, weil ich ja nicht so viel gereist bin und ich war nicht so viel auf Events. Ja. Dafür habe ich jetzt im Dezember als Ausstatterin ein Instagram-Museum eröffnet in Leipzig. Und das waren meine letzten 3,5 Wochen, das wir jetzt natürlich auch wieder schließen mussten erstmal. Ja, super. So traurig, wie es ist. Ja. Ja, Sachsen ist ja bescheuert, ne? Also ich lebe ja eigentlich sehr gerne hier. Aber in den letzten 3 Monaten hätte ich wirklich gerne mal hier ein paar Leuten vor die Haustür geschissen. Also, es ist unglaublich. Oh je. Ja, es ist gerade, also ich sag mal so, ich versuche, dass hier nicht jedes Gespräch da schlechte Laune hat, aber es ist schwer, die nicht zu kriegen, gebe ich ehrlich zu. Wir machen das Beste draus und dafür können wir uns gegenseitig Pakete und Zeug schicken. Genau. Ich hoffe, du bist die nächsten Tage irgendwie da, dann eventuell kommt eine ganz klitzekleine Kleinigkeit, aber es ist kein Paket. Aber ich will ja nichts verraten. Ja, alles Überraschung. Gut. Aber wir können ja auch über was Positives reden, nämlich dieses, das heißt Pickstory. Das ist ganz cool, weil ich dadurch jetzt auch nochmal ungefährlich shooten konnte, was ja auch mal ganz schön ist, weil Fotoshootings dieses Jahr ja auch so ein bisschen schwierig waren. Ja, und das ist ganz cool. Ansonsten habe ich heute mit der Marina telefoniert von der Deviance-App.
für die ich ja jetzt auch schreibe. Ja, das ist also bist auch hier gerade voll im Berufs- und Büromodus. Pass auf, jetzt klären wir erstmal eine Sache. Erstmal, wer du überhaupt bist, weil manche Hörer kennen dich nicht. Also es gibt eine schöne Folge, nämlich Unvernunft Nummer 10. Die ist schon ein bisschen älter, da warst du dabei. Wenn man also von dir mehr hören will, dann muss man da gucken. Zweitens, genau. Ich werde so in den nächsten Monaten ganz langsam diese ganzen Cover mal aktualisieren, auf das neue CI bringen. Da gilt auch für dich, wenn du da was Bildmäßiges beisteuern willst, dann immer her damit und dann machen wir das neu, dann sieht das schick aus. Denn du wirst immer noch gehört. Du bist die, die auch, Gott, ja, wer bist du? Du bist. Ich versuche dich mal gerade ein paar Sekunden zu beschreiben, es fällt mir unglaublich schwer. Ich glaube, du bist der Inbegriff des Begriffs Kinky. Ja, ich glaube schon. Na? Also, ich glaube, so haben wir die Folge auch damals angefangen mit, du machst eigentlich alles und man kann das auch sehen. Ja. Ich glaube, das war das Motto. Ja, ne, so ein bisschen. Ja, also ne, privat voll dabei, beruflich voll dabei. Man weiß immer gar nicht genau, was du nicht alles gerade nicht machst. Ne? Das ist immer ganz schwer. Ich verfolge das ja. Aber wir haben ja auch wirklich jetzt 3 Monate nicht mehr auch mal so zwischendurch geschnackt oder so. Gar nicht, ne? Und, ja, das stimmt. Gut, aber dafür sind soziale Medien ja gut. Da sehe ich dann immer irgendwelche Bilder und denke mir, aha, sie hockt mit irgendwie Elfenkostümen und spitzen Ohren. Okay, alles klar. Also machst auch jeden Scheiß mit. So. Und du spielst oben, ja, wollte ich auch nochmal kurz erwähnt haben. Wobei, ich glaube, deine masochistische Ader, die holst du dann beim Shooten raus. Ja, mein Workaholic ist mein Masochist. Ja. Ja. Das stimmt schon. Genau, ansonsten bin ich Anfang 20, weiblich und worüber haben wir damals geredet? Wir haben ganz viel über Pegging und Puppies und Geldherrin habe ich auch schon gemacht und Cammodel habe ich auch schon gemacht und Und ein bisschen meine Unterwäsche habe ich schon verkauft. Ja, alles und trotzdem total lieb. Ne? Also du bist so, die kann keiner Seele was zu Leide tun. Hahaha. Ja. Haha. Ich glaube, das letzte Mal, als ich in deinem Podcast bei der Live-Folge gesprochen habe, habe ich erzählt, dass ich gerade jemanden angezündet habe. Also total lieb und süß. Ne? So, hihi. Ich hatte die Tage aber auch hier ein Gespräch, da hat jemand erzählt, ja, wir sind noch ganz am Anfang und so und ja, wir gucken nochmal, was man so machen kann. Und dann erzählte der Mensch dann von Nadeln und dann dachte ich mir so, jo. Genau, ganz am Anfang. Alles klar. Ja. Oh, Nadeln habe ich dieses Jahr jetzt aber auch gelernt. Und? Findest du gut, ne? Also, ich muss ja sagen, es ist für mich ein bisschen mehr Kunst als wirklich irgendwas anderes. So, also, meine Frau steht ja ziemlich da drauf. Und wir haben Anfang des Jahres haben wir schon ein bisschen mehr getackert. Und da hatte ich ja so ein bisschen Schiss, weil Tackern ja so ein Arbeitswerkzeug für mich ist. So, ich halte jeden Tag einen Tacker in der Hand. Das hat aber den Vorteil, ich brauche schon nicht viel Einleitung. Ich habe das sehr schön regelmäßig gemacht. Aber von Nadeln, da war ich schon so ein bisschen, finde ich das so gut? Und ich bin doch eigentlich, so sadistisch bin ich ja nicht. Aber ich habe dann einfach beschlossen, dass ich das Ganze über mein Objektifizierungsding mache, weil ich mache ja gerne Menschen zu Gegenständen. Und ich habe dann einfach beschlossen, dass ich das Ganze so als Kunstprojekt betrachte. Ja. Okay. Und dann haben wir... Also nicht als Nadelkissen, sondern Kunst. Okay, ich habe schon die schlimmste Befürchtung gerade gehabt. Oder ein Nadelhalter oder so, falls man irgendwas danach... Ja, ich würde dich tatsächlich ein bisschen bekloppt bezeichnen. Muster sind schwierig, weil wenn ich dann so sage, oh, die sollen alle parallel sein, dann muss ich dem Subi dann sagen, mach's bitte selbst, dann sind die auch wirklich parallel. Bei mir irgendwie sind die nicht ganz gerade. Also Schönheit gewinnen, also ich gewinne damit keinen Blumentopf. Naja, gut. Ich habe da so eine andere Romantik, die ich da sehe. Naja. Ja, also wenn du jetzt das erste Mal frei hast heute, also ich will dich heute gar nicht so lange hier belatschern, aber ich mag schon mal wissen, was steht bei dir an Weihnachten? Machst du was? Macht da nichts? Ist der Baum mit Seilen umhängt? Und was verschenkst du eigentlich? Fast. Also heute verbringe ich einen ganz romantischen Abend mit meiner Frau. Und wir sind vor allem zum Fesseln und das wird sie ja noch nicht hören, aber sie bekommt heute ihr erstes eigenes Latex-Teil. Ne? Und zwar, wer mir auf Social Media folgt, weiß ja, ich bin so eine Latex-Uschi. Meine Frau kann aber gar nicht so richtig damit anfangen. Um ehrlich zu sein, die hatte vorher einen Partner, der hat das so ein bisschen, ist das ein bisschen anders angegangen. Und die hat erst durch mich im letzten Jahr so ein bisschen festgestellt, ach, Latex kann ja auch schön sein. Das muss nicht alles immer
schwer und gruselig und Masken sein, sondern ich trage ja Latex wirklich als Fashion. Das heißt, sie kriegt heute ihr erstes eigenes Latex-Teil. Und dann habe ich mir eigentlich überlegt, wir gehen romantisch in die Badewanne. Nur hat sie nicht so viel davon, weil die steht ganz doll auf Wasserbondage. Und jetzt habe ich in den letzten Tagen ein paar Beispiele rausgesucht. Und das heißt, heute gibt es ein bisschen Ertrinken in sicher natürlich. Aber genau, das ist unser Plan für heute. Dann geht's für sie morgen zur Familie. Ja. Okay. Und ich mache morgen Nachmittag dann mit meinem Lebensgefährten was, weil wir beide unsere Familie nicht besuchen, weil das alte Menschen sind, ne? Und es sicher sein soll. Genau. Und das heißt, morgen Abend gibt es Pizza und Star Wars und wir haben tatsächlich mal ein fernsteuerbares Spielgerät für Männer gefunden. Das gibt es nicht so viel. Ich finde es ganz viel für Frauen und ganz viele für Leute, die Analliebhaber sind. Aber der kommt morgen wohl mal zum Einsatz. Darauf freue ich mich auch. Oder muss ich ganz kurz eingreifen. Ich habe heute in einer App für so ein Gerät eine neue Funktion entdeckt, die dann lautete, man könne jetzt auch Gruppenbespaßung machen. Mach deine Orgie. Also hast dann ein Gerät und hast dann auf der überall verteilt Leute, die das Gerät eingeführt haben. Und dann kannst du es aber zentral steuern für alle. Und ich dachte, boah, bei einer Live-Sendung, wie geil ist das denn? Dass ich dann quasi den HörerInnen, na wirklich nur HörerInnen, weil das ist glaube ich nur für Mädels das Teil, da könnte ich dann deinem Podcast so wie sagen, guck mal, du kannst die Vibrationen von 50 Leuten steuern. Ah, wie teuflisch, ja. Ah, herrlich. Und wenn ich anfange zu singen, geht das Ding dann immer aus. Um Gottes Willen. Wenn es auf Musik gesteuert ist, ne? Und geht Selbstmord. Ich habe das ja lustigerweise, als das Jai das erste Mal live bei dir mitgesprochen hat, das erste oder das zweite Mal, da musst du das ja so ein nettes Ding tragen im Käfig. Das war ja sehr amüsant. Ich weiß gar nicht, ob wir dir das hier erzählt haben. Ich weiß, dass das Ding, was das WLAN-Signal so gestört hat, dass die Sprachqualität die Katastrophe war. Stimmt, es macht immer so eine Live-Sing. Oh Gott, wo kommt das denn her? Um Himmels Willen, was ist denn das? Ja, oh, das war schlimm. Ja, mir war irgendwie klar, dass du irgend so was machst in der Richtung, meine Herren. Ja. Naja, also die Aufgabe für Jais war ja an dem Tag was Spannendes zu erleben. Also sind wir an dem Tag ja schön öffentlich mit Ballgag und Maske spazieren gegangen. Und dann war ich abends so gut, du machst die Folge natürlich aus dem Käfig, aber also so ganz ohne geht's ja auch nicht. Und das war sehr amüsant. Ja. Ja, das glaube ich. Und also, dann hat er noch Schweiß auf der Stirn, weil ich was von schlechter Tonqualität sage. Ja, es hat sich so und dann schlecht muss das gefühlt. Jetzt, auch das Arme. Oh, ja, ach Gottchen. Da muss es durch. Da musst du es durch. Mhm. Jetzt können wir drüber lachen. Jetzt muss ich doch nochmal fragen. Jetzt hast du eben ein bisschen gesagt, Waterbondage. Ich habe einmal die Kombination aus Seil und Badewanne und Wasser probiert. Und ja, so nach einigen Minuten wurde mir dann recht deutlich mitgeteilt, pass auf, das zieht sich gerade zusammen. Und dann haben wir das natürlich gelöst und so, bevor da irgendwas passiert oder so, ne? Aber Fakt ist, Seil und Badewanne oder Wasser, das führt, muss man, wenn man drüber nachdenkt, ne? Das ist ewig her, aber wenn man drüber nachdenkt, muss man drauf kommen, klar, das zieht sich zusammen, wird alles enger. Wie machst du das denn? Was für Seil muss ich denn nehmen dafür? Genau, also ich muss sagen, gut dafür funktioniert zum Beispiel Nylon, also alles, was Kunstfaser ist. Und ich habe Baumwolle mit Seele. Damit haben wir das schon mal ausprobiert. Wir machen das im Sommer normalerweise im Planschbecken. So, das ist auch ein bisschen geräumiger als meine Badewanne. Und ich träume ja noch von der Fetisch-Pool-Party, wo ich meine Frau auf so eine Badeente fesseln kann und die dann einfach in den Pool werfe. Davon träume ich ja noch so ein bisschen, genau. Aber solange du ein Seil nimmst, was einen Polyesterkern oder ähnliches hat, was dem Wasser einfach egal ist, dann geht das schon. Okay. Also Hanf geht natürlich nicht, Jute geht nicht. Reine Baumwolle auch nicht. Und es ist auch sinnvoll, dass man es so macht, dass der Oberkörper grundsätzlich relativ frei ist. Ne? Weil gerade wenn sich sowas über der Brust zusammenzieht, dann wird es so ein bisschen gefährlich. Das heißt, was ich normalerweise mache, ist, ich fessel zwei Futomomo. Ne, das ist dickes Bein. Da bindest du den Oberschenkel an den Unterschenkel. Und dann kannst du so einen Brustharnis machen. Jetzt nicht gerade einen TK. TK ist so dieser Standard-Boxteil, sondern nur was eigentlich nett aussieht. Und du kannst die Hände mache ich separat, damit die Person im Zweifelsfall auch selbstständig wieder ins Knien kommen kann. Ne?
Weil das ist so das andere, was, wenn ich eine Person aus dem Wasser hole, dann ist das das eine, aber die muss schon noch so ein bisschen das Gefühl haben können, okay, bevor ich jetzt sterbe, müssen wir da raus. Also Breathplay macht Spaß, Breathplay ist toll, aber man muss ja schon ein bisschen vorsichtig sein. Ja, also mit Überleben macht es mehr Spaß. Ich überlege gerade, also wir haben ja dieses Jahr Corona-bedingt den Garten ein bisschen ausgestattet, inklusive so einem Planschbecken. Ein größeres Planschbecken. Ja. Das ist zwar jetzt abgebaut in der Garage, aber im Sommer, ach, kommt da mal rum und dann kannst du auf diversen Badeenten, Badekrokodilen und dann haben wir noch irgendwas Komisches. Kannst aber du bestimmt dann noch Orca. Ich weiß es gar nicht. Es gibt drei von diesen Badetieren und das Krokodil, dann irgend so ein Donut, genau, und das dritte, ich weiß es nicht, was es ist. Auf jeden Fall ist das da und wir haben auch ausreichend Nerfs mit Patronen und Wasser. Also da gibt es genug Möglichkeiten. Die Gaudi würde ich mir geben. Die Nachbarin, die ist sofort. Jetzt, dürfte das auch, glaube ich, nicht weiter stören. Da sage ich vorher, wir machen Kunst und dann ist alles okay. Das ist die Einzige, die reingucken kann. Okay. Gar kein Problem. Dann können wir auch mal in Latex schwimmen gehen. Ne? Du hast ja auch immer noch keine Latex-Erfahrung gemacht, oder? Nee, also ich habe mir jetzt endgültig den Plan gefasst und dann gucken wir mal, wie wir das machen, sobald wir mal aus dem Haus kommen, dass wir dann das auch forcieren, dass ich dann mir so einen Latex-Laden suche. Dann machen wir ein schönes Interview, währenddessen das Podcast Subi dann einen Teil nach dem anderen anprobieren kann. Ja. Ne, wie ich das dann kenne, muss ich hinterher dann irgendwie so eine Sammelaktion machen, finanziert das Podcast Subis Outfit bitte, weil ich kenne mich, ja, wenn Sachen geil sind, da will ich sie auch haben. Ich weiß es aber noch nicht, also ich habe mit Latex noch wenig Erfahrung und auf mir selber sowieso nicht, werden wir sehen, ne? Aber das steht für 2021 ganz oben auf der Liste. Das muss jetzt einfach sein, das schiebe ich so lange vor mir her und ich habe da echt Bock drauf. Aber ich will dann einen Profi haben, der dann genau erzählt, was, wieso, warum und dann auch gleichzeitig das und vom Podcast, die redet ja nicht, aber sie wird sich schon irgendwie äußern können, ob sie das gerade gut oder schlecht findet. Ja. Ich glaube, man muss, ich bin ja sowieso ein großer Fan von alles mal gemacht haben und ich glaube, gerade bei Latex hast du halt so viele Klischees, die mit reinspielen. Ne? Die Leute, die denken, man muss irgendwie super schlank dafür sein oder dass es das Ganze nur in total unangenehm gibt. So ist es ja einfach nicht. Und deswegen, ich glaube, jeder, der irgendwie mal kinky ist, sollte es mal ausprobiert haben. Ja, ich habe mir schon erklären lassen, dass also auch so da, wo also die Figur, ne, dass das durch die Materialauswahl und den Mix, dass das dadurch alles gar kein Problem ist, weil man denkt natürlich, man ist quasi nackt und da ist jedes, also mein kleiner Bauchansatz, den ich nun mal habe, dagegen ist nichts zu tun, den würde man damit quasi wegkriegen, also der würde das nicht zum K.O.-Kriterium machen. Man denkt halt, das ist so ein bisschen wie Frischhaltefolie, was quasi alle Körperformen nochmal mehr nachzeichnet, aber es scheint genau das Gegenteil der Fall zu sein. Ja, also es ist auf jeden Fall Formen, ne? Es ist eng und alles, was vorher noch so ein bisschen locker war an Gewebe, das wird halt zusammengedrückt. Das ist halt auch, das klingt unangenehmer, als es ist. Also ich denke immer, die Leute fesseln ja auch und beim Fesseln wird die Haut ja auch so rechts und links rausgequetscht. Und dann denkt man beim allerersten Mal, wenn man das sieht, oh Gott, ich sehe aus wie Omas alter Rollbraten. Und beim zweiten Mal denkt man sich, oh toll, Mensch. Ach. Ich glaube, das ist einfach... Das muss man gesehen und gefühlt haben und dann ist es eigentlich auch ganz gut so. Ja, ich bin da noch sehr gespannt, aber es wird passieren und dann werde ich berichten. Hinterher gehe ich dann mit Latexsocken da raus. Ja, bitte. Gibt es die überhaupt? Also ich meine, ja, klar, mit Zehen, ohne Zehen, alles. Gott. Also ich habe welche mit Zehen, so, ne, dass so jeder Zeh einzeln, wie so diese ganz furchtbar hässlichen Zehensocken, die manche Leute tragen, das ist ja ganz schlimm für mich, ne? Die sind ganz witzig und dann habe ich kurze und lange und kniehohe Latexsocken und ich träume noch von, ich hätte so gerne so Zuckerstangen gestreifte Latexsocken. Das fände ich ja scharf. Oh Gott, ja, das wird ja zu Weihnachten jetzt wirklich passen, nächstes Jahr dann, ne? Ja, das ist mein Versuch. Ich habe nur noch keine Marke in Deutschland gefunden, die das macht. Ach, selber machen. Das Jais ist da sehr gut drin, in Dinge selber machen. Ja, aber nicht in Latex. Also wir haben jetzt angefangen, Armbinder zu nähen. Also Jais hat einen genäht und wir haben schon mal drüber geguckt, weil das Jais ja jetzt ganz fleißig war. Das hat sie aber bestimmt auch selber erzählt. Ich habe da schon Infos, aber das muss Jais noch erzählen. Aber ich habe vor ein paar Tagen dann die Mail bekommen, dass Jais erlaubt, mir anzurufen.
Und da verhebe ich mir das gerade noch ein bisschen auf. Also ich weiß schon ein bisschen was, aber ich darf es quasi öffentlich wissbar machen. Und das finde ich gut. Aber das mache ich dann morgen, denke ich mal. Wenn ich mir eine ruhige Minute nehme, dann rufe ich einfach mal an und dann sage ich, Überraschung, ich nehme das jetzt auf. Und dann kommt halt irgendein böser Spruch und dann gucken wir, ob das passt. Ach Quatsch, ja, es ist ja nie böse. Ja, es wird nur nuffig. Nuffig? Oh, warte, das muss ich mir notieren. Nuffig. Nuffig ist, wenn du so ein bisschen überfordert und nicht so richtig gut gelaunt bist, aber eigentlich findest du es doch irgendwie ganz okay, das ist nuffig. Und ja, es hat dafür extra eine Geste, die es machen muss, also so ein Kommando. Und die vergisst es aber dauernd und es ist göttlich, weil alle Leute wissen inzwischen, wie Nuff geht, nur Jais vergisst es dauernd und müssen wir Jais leider immer in die Mitte stellen und gemein zu ihm sein, zu es sein, damit es auf jeden Fall das nächste Mal weiß, wie Nuff geht. Ihr seid ja so fies. Nein. Ich werde das Jais morgen ein bisschen trösten, glaube ich. Ne? Ich muss mal schauen, wir haben noch keinen Fahrplan für morgen, wie das zeitlich morgen alles werden wird. Das wird grausam, der Baum ist auch noch nicht geschmückt. Liebes Publikum, ihr werdet das ja jetzt erst, ich glaube, wir sind inzwischen so beim dritten Weihnachtsfeiertag. Also ich habe jetzt beschlossen, dass ich die Sachen ja doch nicht auf en bloc veröffentliche. Ich hatte ja eigentlich gedacht, ich mache eine Riesenfolge, die dann irgendwie 8 Stunden geht. Und dann wurde mir erklärt, lass das mal lieber, mach da mal lieber kleinere draus. Also werde ich jetzt einfach jeden Tag irgendwie 90 Minuten rausballern. Mal gucken, ob ich das durchhalte. Aber, stress dich nicht. Es ist auch für dich Urlaub und Freizeit, ne? Ja, aber das macht total Spaß. Einfach mal Leute anrufen, über irgendwas quatschen und dann, ich bin ja auch ein Arsch, ich schneide ja auch nicht wirklich was, ne? Sondern ich nehme das einfach hintereinander weg und dann ist das eben so, wie es ist, ne? Und dann, das ist echt schön. Also, ne, und auch, dass ich mich ja mal ein Stündchen zurückziehen kann und sagen kann, nee, ich packe jetzt hier nichts ein und ich fresse jetzt keine Schoki und trinke jetzt auch keinen Glühwein, sondern ich telefoniere einfach mal ein halbes Stündchen. Das ist cool. Was hast denn du nächstes Jahr vor? Nächstes Jahr, das muss sein, das will ich haben. Also sagen wir erstmal, bleiben wir mal so ein bisschen im Kinky-Bereich, weil sonst, ich weiß, dann redest du wieder eine Stunde, weil du hast mal ganz viel vor, aber so Erfahrungen, die du machen willst vielleicht. Oh, ich möchte nächstes Jahr endlich jemanden entführen. Das habe ich mir eigentlich für dieses Jahr schon vorgenommen. Das ist schon ganz lange ein Traum von mir. Ich möchte gerne jemanden entführen und jetzt... das ist quasi was, das schenkt mir meine Frau zu Weihnachten. Und das heißt, ich kann jetzt eine Entführung planen und darauf freue ich mich sehr. Da bin ich gespannt. Ich überlege gerade, ob ich daraus eine Live-Reportage mache. Aber schön, so richtig mit Lieferwagen und allen Pipapo und vorher nicht Bescheid sagen und gar nichts. Ja, ja, genau. Aha. Also ich möchte eigentlich gerne, dass sie das mit ihrem eigenen Auto macht und meine Fantasie, es gibt so ein, ich weiß gar nicht, das ist ein ganz, ganz alter Film vom ARD gewesen, da wird eine Frau entführt und die wird einfach, die hebt ihre Einkäufe aus dem Kofferraum und dann wird sie mit ihren Einkäufen in ihr eigenes Auto gestoßen. Und das finde ich so toll. Weil dann bist du hinten im Kofferraum drin und neben dir Cola in die Tomatensoße so rum und du weißt nicht, was mit dir passiert und Abendessen ist auch noch da. Wie willst du das machen? Jetzt auf dem Supermarktparkplatz? Willst du da dann vorher Bescheid sagen oder wird ein Drehbuch irgendwo eingereicht? Weil das musst du ja auch irgendwie gucken, dass das nicht zu Problemen führt. Genau, ich kenne tatsächlich schon ein paar Leute, die eine Entführung gemacht haben, deswegen eine private Tiefgarage bietet sich da an. Das ist aber auch möglich, weil wir ein paar Freunde haben, die Tiefgaragen haben. Das heißt, ich organisiere dann einfach ein nettes Dinner da und genau, dann habe ich mein Backup-Team und dann fahren wir in eine Hütte. Das ist noch so ein bisschen schwierig oder in irgendeinen guten Keller, weil mein Keller ist zu voll. Natürlich, wahrscheinlich alles voll mit Schuhen wahrscheinlich. Ja, es klingt so blöd, aber ja. Also so, ich hab 4 Schwerlastregale im Keller mit Schuhen, die ich nicht so oft trage. Ja. Oh, ich muss mal fragen, also im letzten Mal hast du was von 200 Paar Schuhen erzählt oder so, also bald bist du da angekommen, dass du jeden Tag, ein Jahr lang, jeden Tag andere Schuhe tragen kannst. Boah. Ja, das ist ja so ein bisschen der Traum, ne? Also es sind dieses Jahr nicht so viel mehr geworden, ich glaube nur 20 Paar, das geht. Ja. Also, ja, gut, das ist aber auch, also ganz ehrlich, Schuhe kaufen, ne? Das Problem ist ja nicht, man kauft sie, man muss sie auch aussuchen und finden und dann müssen sie noch halbwegs passen und dann, boah,
Nein, also da so, also ja, ich finde das auch schön, wenn da ordentliche Schuhe da sind, aber diesen Akt des Kaufens, den empfinde ich als fürchterlich anstrengend. Aber ich bin halt auch ein Kerl, ne? Ich würde mir auch als Mann 100 Paar Schuhe kaufen. Also mein Schuhtick kommt ja so ein bisschen, weil mein Papa, mein Vater ist ebenfalls großer Schuhfanatiker und ich würde auch sagen, er besitzt bestimmt auch 150 Paar komplett gleich aussehende Geschäftsschuhe. Ne, diese schmalen, spitzen Büroschuhe, ja, das sammelt mein Vater. Ja, das habe ich aber auch. Ich habe da so ein paar Schuhe, das hat sich als perfekt herausgestellt. Das ist für Business und Anzug und so alles super. Und das trägt sich total schön. Und diesen Klassiker kriegt man auch immer wieder. Es ist unglaublich langweilig. Aber ich könnte sie austauschen und würde vom Podcast sowie nur die Info bekommen, oh, die hast du aber schön geputzt. Ne? Also die sind einfach toll, also muss ich ehrlich sagen. Das ist so, hoch, ne? Da kann man auch mal die Sohle neu machen lassen oder so, aber gut, naja. Nein, aber das kenne ich. Und dann kann man die einfach nachbestellen. Einfach genau die und dann weiß man, das wird passen, das wird alles gut sein. Okay, also Schuhe dazu, Entführung. Ja. Vielleicht willst du auch mal die untere Seite der Macht nochmal ganz intensiv ausprobieren. Da gab es ja jetzt viele Menschen, die dieses Jahr gesagt haben, ich wechsle mal. Ach, also ich meine, wer mir ja jetzt ein bisschen zuhört, ich habe ja dieses Jahr Sex wieder ein bisschen für mich entdeckt und ich glaube, mehr wird es nicht. Also so, da ist die Faszination jetzt auch wieder hat sich ein bisschen gewendet. Also für die Leute, die jetzt zum ersten Mal von mir hören. Ich hatte eine ganze Zeit lang keinen Sex mehr, weil mir das nichts gegeben hat, sondern weil ich gesagt habe, BDSM ist das Ding für mich und wenn ich einen Orgasmus brauche, kann ich mich immer noch auf ein Gesicht setzen oder mir ein Magic Wand halten lassen, das ist es nicht. Genau, und jetzt habe ich dieses Jahr ja Sex schon wieder entdeckt, aber also devot werde ich einfach nicht mehr. Das funktioniert nicht. Niemand hat von devot gesprochen, um Gottes Willen. Ja, naja, wie gesagt, das waren wirklich dieses Jahr einige Menschen, die gesagt haben, ich hab mich da mal erweitert, hab da experimentiert und es ist immer so, ich bin auch der Meinung, man muss gelegentlich mal einen Schritt in das Wasser wagen, um zu gucken und mal antesten und wenn es da nicht gefällt, dann halt nicht, ne? Egal, ob man unten oder oben spielt, dass man einfach ein bisschen schaut, wie bin ich gerade drauf, also dass man sich nicht aus dem eigenen Dogma heraus um die Möglichkeiten bringt, ne? Und ganz ehrlich, du hast ja noch gefühlt 100 Jahre Zeit. Ich sag mal so, der Tag, wo du sagst, ich habe unten gespielt und es hat Spaß gemacht, da ruf mich doch bitte an. Ich glaube nämlich genauso wenig dran wie du, ehrlich gesagt. Ne? Ich glaube, du bist dann Herr in der Lage und im Zweifel, dann machst du einmal Schnipp und dann bist du wieder oben und dann passt das wieder. Ja, ich glaube, sowas ist es. Ne? Also Service toppen, das ist ja was ich eher annehmen kann. Also wenn ich jemandem den Auftrag gebe, was zu tun, das funktioniert für mich ja, sowas kann ja funktionieren, ne? Wenn du dich dann hinstellst und sagst, gut, okay, du hältst mir jetzt den Magic Wand, bis ich fertig bin und dann war es das auch. Das ist ja auch schon eine Art, dass jemand zu deinem Service-Top wird. Aber also so richtig, dass jemand anders mir sagt, was ich zu lassen und zu tun und ach nee, nee. Also so, ich habe dieses Jahr mal länger drüber nachgedacht, ob ich mich mal fesseln lasse. Aber dafür bin ich auch einfach zu unentspannt. Das ist so dieses, oh, ich kann meine Hände nicht mehr bewegen und ich kann ja auch nicht mehr ins Gesicht treten. Ja, aber so ein bisschen Schmuckbondage, das steht ja doch. Das kannst du doch einfach mal um das Latex drumherum wickeln lassen und dann sieht das einfach geil. Dann ist es halt Klamotte, sage ich mal, ne? Ja, das hatte ich dieses Jahr auch eigentlich als Shooting geplant und wollte nach Karlsruhe dazu fahren, zu einer passenden Party, die da gewesen wäre, die Euphoria. Das ist eine ganz liebe, tolle Fotografin, die nur sowas, also ganz toll feminines, schönes Bondage macht. Das war mal geplant, aber Corona, ne? Auf der anderen Seite, ja, wird sich noch ergeben. Also ich glaube, wenn nächstes Jahr wird ja anders und besser laufen als dieses Jahr und dann gehen da ja ein paar mehr Sachen. Wie ist es denn bei dir? Lässt du dich jetzt nächstes Jahr endlich mal fesseln und hauen? Also fesseln vielleicht. Wie gesagt, man muss ja Klamotten haben. Aber wer sagt denn, dass ich das nicht schon mal gemacht habe? Ich muss allerdings ehrlich gestehen, das gibt mir einfach alles nichts. Also das ist so ein
Das ist so, das hat etwa bei mir bewirkt das etwa dieselbe Lust wie Steuererklärungsformulare ausfüllen. Jetzt, das kannst du machen, das kannst du durchhalten und dann hinterher kannst du sagen, so, ich bin jetzt stolz drauf, dass ich es gemacht habe, und aber beim Bondage passiv, da würde mir einfach dann die Steuererstattung hinterher fehlen, also dieses Gefühl. Also, weißt du, was ich meine? Also, ich glaube, das ist ganz spannend, mal ein bisschen was zu fühlen, aber auch hauen, ganz ehrlich, das ist so, nö. Weißt du, was mein Problem ist? Da würde ich auch nur tagelang nerven an der Stelle und sagen, oh, guck mal, da tut was weh, da zieht was, das muss ich jetzt nicht haben. Mein Problem mit Hauen ist halt auch echt immer, das tut weh. Ja, also so, genau. Ich stelle halt auch echt immer wieder fest, ich bin ganz schön fimschig. Also so, ich habe echt nicht so gern Schmerzen. Ich bin, also ich kann mir selber ganz schön viel antun. Ich hänge mich ja ab und an mal ganz gerne selber auf in der Suspension. Weil er das gut für den Rücken, ganz blöd. Und da geht ganz viel. Da habe ich schon blaue Flecken von getragen. Da hat mich auch meine Frau angeguckt und war so, ey, du spinnst, das ist doch nicht sicher. Und ich war so, ach, naja, geht schon. Aber wenn mich dann mal jemand haut, oder ich habe mich ja dann auch tackern lassen dieses Jahr. Nee, nee, das ist nicht so meins. Ja, es ist so ein bisschen, hast du recht, also wenn ich irgendwie mit der Peitsche was mache und das Ding schlägt irgendwie mal um mich herum oder so oder irgendwas Blödes beim Ausholen, kommst du gegen die Kante von dem Tisch oder so ein Zeugs, ne, wo du dir echt wehtust, das reicht mir schon an Masochismus, ne, das ist völlig ausreichend. Also auch Doms haben Schmerzen, ich habe es auch neulich erzählt, dass ich irgendwie diese Rosshaarpeitsche, das ist ein fürchterliches Ding, weil Sobi genießt. Und mir fällt der Arm irgendwann einfach ab, ja. Ja. Oh, allein dieser Luftwiderstand, ne? Also ich glaube, im Vakuum ist das Ding ganz toll, aber, ne? Aber dieser immer gegen diesen Luftwiderstand da anzuhauen, also es ist fürchterlich. Naja. Nein. Also musst du nicht probieren, muss ich auch nicht. Aber dann haben wir das nochmal festgestellt. Aber wenn der Tag kommt, ich muss ja immer mal provozieren und fragen. Ja, und du hast eben schon gesagt, 2021 wird besser und das wird es garantiert. Also ich bin da absolut sicher. Und ich brauche das auch wieder. Alter, ich brauche das sowas von mal so Party mit Menschen und Zeugs und Durcheinander und ja, also und alles so diese schönen Ideen, die ich ja auch für den Podcast hatte dieses Jahr. Das musste ja alles verschoben werden. Es gab auch kein Hörerinnen-Treffen oder irgendwas. Ja, nix halt, ne? Naja, gut. Aber dafür sind die Live-Sendungen entstanden und auch was ich jetzt gerade mache, dieses hier, Styx ruft an, Panik. Ich glaube, da so ein bisschen Blut geleckt habe ich, dass wenn auch mal meine Zeit knapp wird oder so, dass ich einfach sage, auch wenn ich mal Bock habe, dann rufe ich jemand an und dann nehme ich das halt auf und dann ist das so ein kleines Special einfach. Ich finde ja immer noch, dass du auch so eine Podcast-Live-Sendung machen könntest. Dann suchst du dir irgendeinen netten Kinky-Veranstalter, davon hattest du ja jetzt auch schon 10 in der Sendung, ne? Und dann machst du einfach, Styx spricht so als Warm-up für die Party. Und dann kannst du da live Leute interviewen und das aufnehmen. Dann musst du nur natürlich dein Gesicht zeigen, ne? Ja, also wenn live, wenn Menschen rumsen, da kann ich Gesicht zeigen, sagen, da kein Video mitläuft, ist alles gut. Auf einer Party passiert das eh nicht. Ich gebe zu, ich habe mir schon vorgenommen, ich finde die Idee gut, da muss ich aber einen Veranstalter haben, der da so ein bisschen mitzieht, dass man auf einer Party so ein Eckchen hat, irgend so ein super gemütliches Eckchen. Und wenn dann sagt, baut man da den ganzen Mikrofonkrams auf und dann sagt man, okay, wenn Leute irgendwie Bock haben, wenn sie Lust haben, dann können sie sich einfach dazusetzen und einfach quatschen. Und das ist bestimmt ganz cool, weil die sind vielleicht gerade zum ersten Mal da und haben sich eine halbe Stunde umgesehen und wollen darüber was sagen. Hoffentlich, das ist ja mein Problem. Ne? Deshalb muss ich auch Alkohol dann ausschenken, damit die Menschen ins Reden kommen. Oder sie haben gerade gespielt und sind gerade völlig geflasht noch und in diesem und fliegen noch so halb, ne? Und sich dann einfach ein bisschen zu unterhalten. Ich finde diesen Gedanken sehr, sehr geil, auf einer Party diese Stimmung mal aufzusaugen, im Hintergrund wummert die Musik und Leute und schöne Menschen und dann erzählt man einfach ein bisschen was. Das muss man aber, da muss ich wirklich einen Veranstalter finden, der dann wirklich sehr open-minded ist, was das angeht. Und da muss man auch so ein bisschen schauen, ne? Irgendwelche technischen Geräte, die möglicherweise eine Kamera haben, da muss man wirklich aufpassen, dass man das macht. Ich will aber auch nicht so eine dunkle Sprecherkabine haben, wo man dann völlig abgeschottet ist, sondern schon so ein bisschen mittendrin. Also ich fände das so geil. Also ich meine, die Passion macht sowas ja auch bestimmt mit dir mit, oder? Das weiß ich nicht. Also eine Messe und dann machst du deinen eigenen kleinen Stand. Also ich weiß, ich habe dir ja mal von dem amerikanischen Äquivalent zu dir erzählt. Ja. Diesen Podcast, die haben das gemacht auf so einer Kinky-Messe. Wobei, ja, eine Messe ist aber eine Messe.
Also ja. Hey, bei denen sind ja oft Partys so richtig ein Wochenende lang. Siehst du, das habe ich nächstes Jahr auch nochmal machen. Wir waren dieses Jahr in Prag in einem Fetischclub cool. Und haben uns ein Einhorn gefangen. Hör mal, das muss ich dir nochmal privat erzählen, ne? Weil, aber die haben da jede Woche oder einmal im Monat haben die einen BDSM-Stammtisch. Da kommst du rein und ich schwöre dir, nicht mal in Ostbayern würdest du so eine Kneipe finden. So mit Fliesenspiegel und allem. Und du kannst für 5 € trinken und draußen ist eine riesengroße Barbecue-Area und dann gehst du die Treppe hoch und da sind 10 Spielzimmer. Zahlst 10 € Eintritt, kannst für 5 € essen und trinken. Also wir haben an dem Abend, glaube ich, mehr fürs Taxi ausgegeben als vor Ort. Super cool, junge Leute, alte Leute, war ein echt schönes Erlebnis. Sehr spannend. Die Leute waren super nett. Ich habe die über FetLife gefunden. Genau. Und da wollen wir noch mal hin. Die haben uns auch eingeladen und waren so, ach, ihr müsst wiederkommen. Auf jeden Fall. Das war sehr, sehr witzig und schön. Und das wollen wir nächstes Jahr noch mal machen. Also reisen und Clubs besuchen. Ja, definitiv. Also Österreich steht bei mir ganz oben auf der Liste. Da muss ich definitiv hin. Also da, zur Lena. Ja, auch, ne? Und in Wien, ja, also Smart Café habe ich jetzt schon die x-te Einladung bekommen. Ich müsse da unbedingt hin. Und ja, das muss einfach gemacht werden. Also so viel Urlaub werde ich dieses Jahr wahrscheinlich, also nächstes Jahr dann nicht kriegen, dass ich das alles machen kann, was ich machen will, aber ich muss einfach mal anfangen, ne? Und es war so schön, diese zweimal, wo wir auch unterwegs waren, dann einfach mal ein paar 3 Tage da, ne? Wir waren ja nicht im Urlaub. Das hat so viel Energie gegeben und das ist so eine ganz andere Stimmung. Man ist ganz anders im Kopf her. Und ja, Prag ist wunderschön. Als das Podcast so wie das letzte Mal dort war, war ich nicht mit. Das war ist schon lange her. Und sie sagt auch immer, da musst du hin. Und wenn man das natürlich gleich mit einem Club irgendwie kombinieren kann oder mit so einem Stammtisch mit dem Fliesenspiegel, das ist okay. Hier kommst du auf dem Weg in Leipzig vorbei, ne? Ist ja eine halbe Strecke zwischen euch. Ja, sammle ich dich einfach ein. Fahren wir zusammen mal nach Prag. Das hört sich gut an. Alles klar? Aber dann musst du auch mit mir ins Museum gehen, ne? Ach, ich gehe mit dir auch ins Museum. Müssen wir über Kunst reden. Ach, das ist gar kein Problem. Also, sag mal so, ich bin für Museen immer offen. Das Einzige, was ich doof fand, war im Louvre die Mona Lisa. Und dachte mir, echt jetzt? Und dann habe ich mich umgedreht und dann sah ich hier das Abendmahl und dachte mir, das ist geil. Ja, und alle gucken so auf dieses Briefmarkending und dann, hat er schön gemacht, aber ist okay. Aber dann dieses, also ich liebe ja Museen. Ich muss mal gucken, es gibt ja einen Menschen, der macht ein BDSM-Museum in Hamburg, baut er da gerade. Ich weiß nicht, ob er das noch macht. Ich habe seit Wochen nichts mehr davon gehört. Das wird auch spannend. Also da muss ich nochmal nachhaken. Vielleicht setze ich den hier nochmal auf meine Liste und frage mal nach, wie der Stand ist, weil das finde ich total geil, da auch was zu machen und auch wieder BDSM ein bisschen sichtbarer zu machen. Ja, und vor allem Kunst und BDSM ist ja sowas sehr Spannendes. Es ist dieses Jahr ein unglaublich interessanter Bildband rausgekommen. X100 Minuten. Da hat jemand das erste Performance-Art-Experiment, was so groß gemacht wurde, das hat Yoko Ono später auch gemacht, das hat aber eigentlich eine andere Künstlerin gemacht. Die hat sich in einen Raum gesetzt, voller Dinge und hat mit sich machen lassen, was man will. Und das ist dieses Jahr nochmal aufgenommen worden von einer BDSMlerin. Das ist jetzt als Bilderband erschienen. Die hat sich die hat 30 Leuten freies Recht über sich gegeben mit der Ansage, dass sie halt kinky ist und auf BDSM steht. Und das ist ein ziemlich interessantes Projekt. Wenn du einen Link hast, schick mir den mal gleich. Dann verlinke ich den in den Shownotes und B, gucke ich da selber mal rein. Ja, ich muss aber gestehen. Die spricht bestimmt auch gerne mit dir. Also die hat schon einen Artikel dafür auf so einer bekannten, pervers angehauchten Dating-Plattform geschrieben. Ja, ich finde das so schön. Ich fühle mich da sehr privilegiert, dass ich mit Menschen da reden kann und dass ich inzwischen auch mich traue zu sagen, okay, wenn ich mit jemandem reden will, dann spreche ich ihn an. Und dann sagt er in der Regel ja. Das finde ich total geil. Auf der anderen Seite sind aber auch die ganz normalen Menschen, so die User, ne? Die machen immer noch am meisten Spaß. Einfach zu, ne, was und wie macht ihr so zu Hause? Ich finde beide Welten unglaublich spannend. Bei dir habe ich so auch so ein bisschen Bedenken, wie bei manch anderem auch. Die machen dann beruflich ganz viel BDSM-iges Zeug und dann verlieren die Lust daran, privat da auch was zu machen. Und
Dass ich hoffe, dass ich davon auf jeden Fall verschont bleibe. Wenn der Tag irgendwann kommt, muss ich mit dem Podcast aufhören. Aber es gibt da einige. Also wenn die da wirklich voll mittendrin sind, haben ihren Laden und dies und das und jenes. Und dann wird das privat immer weniger, weil es ist halt immer so allgegenwärtig. Und ich glaube, das möchte ich nicht zulassen, dass mir das passieren kann. Ja, man muss sich einfach ein bisschen abgrenzen, ne? Also als ich noch als Camgirl gearbeitet habe und wir hatten jetzt letztens noch mal ein längeres Gespräch darüber, weil mir so ans Herz gelegt wurde, OnlyFans zu machen. Das ist so eine User-Interface, also das kennt ihr ja bestimmt, ne? Das ist eine Subscription-Seite, wo man quasi exklusiven Content bekommt. Und da Instagram ja jetzt wieder alles sperrt, hatte ich mal so über die Überlegung, ob ich das mache. Und das habe ich früher schon gemacht, das würde ich heute so machen. Ich würde entweder nur noch Dinge anbieten, die ich so gerne mag, dass man mir sie nicht kaputt machen kann. Ne? Also so gerade Füße, Schuhe, das ist jetzt schon so lange da, das kann man mir nicht versauen. Das wird nicht mehr, das wird nicht blöd werden. Aber ich würde jetzt zum Beispiel nie, ich würde nie Puppy Play online anbieten, weil das ist ja mein Herz. So Puppy und Pet Play, das könnte ich auch gar nicht irgendwie beruflich darstellen, weil nee, das gehört ja mir. Und ich glaube, solange du dir sowas so ein bisschen bewahrst, geht auch nichts kaputt. Ich glaube, das ist so, wie wenn du kochst und du kochst professionell Italienisch und zu Hause gibt es halt nur Deutsch. Ja, wir haben wir Kinder auch immer gemerkt, Papa kann richtig gut kochen, ist ja Koch. Zu Hause war dann die Küche ein bisschen anders. Aber auch toll, aber anders. Und der wurde auch irgendwann gesagt, nee, zu Hause, also da mich groß an Herz stellen, das muss ich jetzt nicht haben. Ne? Und das kann ich auch super verstehen. Ja, also es geht mir mit meinem Beruf aber auch nicht anders. So, jetzt kriege ich gerade von jemandem, den du kennst, irgendwelche Voice-Nachrichten aufs Handy. Das ist ja interessant. Mhm. Ich sag jetzt nicht wer. Dieses Handy, ne, das ist heute die ganze Zeit am Rumvibrieren. Aber ich glaube, das liegt auch daran, dass die ganze Weihnachtspost, die ich verschickt habe, so nach und nach ankommt. Ich bin ja stolz auf die Post, dass das auch von dir gekommen ist heute. Also die haben das echt gut hingekriegt. Die Bestechung an den Briefträger hat offenbar gewirkt. Die sind unglaublich schnell und zuverlässig gerade. Und ich sag mal, jetzt, ich baue das mal gerade ein. Also die Menschen, denen ich was geschickt habe, wo es noch nicht angekommen ist, das kommt schon noch. Ich bin da sicher. Und wenn gar nichts kommt nach in 1-2 Wochen, dann einfach mich mal anschreiben. Ich habe jetzt keine wertvollen Güter verschickt, also im Zweifel schicke ich es einfach nochmal raus. Gut, weißt du, wir quatschen hier schon wieder 40 Minuten. Das kann doch nicht wahr sein. Naja, nicht ganz, das ist ja gut, ne? Nee, nicht ganz 40 Minuten, aber ich habe noch 1-2 Anruffehlversuche vor dir drauf gehabt. Was, ich bin nur zweite Wahl? Ja, ich habe ja mehrere Pakete gehabt, die habe ich dann den Stapel von oben nach unten abgearbeitet. Nee, aber es ist ja auch gut, weil war ja auch einfach stressig die letzten Wochen. Aber sowas von. Aber das finde ich ganz süß, das geht ja bestimmt auch so, wenn ich irgendwie ein bisschen von Social Media verschwinde oder auf Twitter haben ein paar Leute mitbekommen, dass ich so gestresst bin. Genau, folgt mir auch unter Instagram und Fatlife, Kat Kristall, Selbstplug. Dann haben die mir geschrieben und waren so, oh, stress dich nicht und kümmere dich um dich. Und das war sehr süß. Ich habe sehr viel Fußmassagen angeboten bekommen in den letzten 3 Wochen. Ja, und so viele Füße hast du gar nicht für die ganzen Massagen. Ich glaube, sowas würde ich nie ablehnen, wenn ich die Person privat kenne. Ja, ich habe das aber auch stumm, ne? bei Live-Sendungen manchmal, wenn man dann echt so gemerkt hat, okay, heute ist er ein bisschen müde, heute ist er echt ein bisschen durch, ne? Wo man auch merkt, das ist nicht richtig vorbereitet, weil einfach die Zeit nicht da war, weil der Beruf einfach, da kommen dann so viele liebe Nachrichten und das ist auch echt immer wieder so eine unfassbare Motivation und denkt, boah, geil, ne? Also das ist echt schön und live ist ja immer noch so ein ganz übles Experiment. Was weiß ich, ob jemand anruft, ob nicht irgendwelche Perversen anrufen. Also die ich nicht möchte, dass sie anrufen. Kann ja alles passieren, weiß man nicht. Ne? Hattest du das inzwischen schon mal, dass dich jemand angerufen hat und dir erzählt hat, dass er sich zu seiner Sammlung gerade einen runterholt? Nee, das hatte ich noch nicht. Das ist nicht, ich habe aber manchmal Beschwerden, dass der Podcast jetzt nicht so toll ist. Das erklärt auch meine iTunes-Rezension so ein bisschen. Da ist ja der Schnitt ein bisschen runtergegangen, weil Menschen sich wirklich beschwert haben, dass das nicht dazu geeignet ist, dass man das als Wix-Vorlage nutzen kann. Das tut mir ja schrecklich leid, da kann man nichts machen.
das ist dann so, ich versuche mir dann immer vorzustellen, wie das jemand versucht, weil ich springe ja mit dem Thema auch wieder von fröhlich ins ein bisschen ernstere rein, dann mal Sachen, die nicht so schön sind, dann wieder in das Erotische rein und wieder zurück, ne? Das muss unfassbar frustrierendes Edgeplay sein für jemanden, der das versucht. Können die Menschen machen. Was ich aber ganz oft höre, ist inzwischen, man hört den Podcast offenbar sehr gerne zum Einschlafen und das würde sehr gut funktionieren. Und da denke ich mir so, auch nicht schlecht. Also das ist völlig okay, also macht das ruhig, wenn ihr dadurch besser schlaft, super, ja. Auf der anderen Seite finde ich den Gedanken sehr befremdlich, dass ich dann Menschen irgendwie ihre Schlafgeschichten dann quasi, ne, dass sie mit meiner Stimme dann irgendwie ins Bett gehen und dann dabei selig einpennen. Ich finde das komisch, den Gedanken. Also dass den Podcast jemand hört, finde ich immer noch ein bisschen merkwürdig, aber das ist eben so. Also wenn ich Stammtische besuche nächstes Jahr, dann werde ich auch einfach erstmal versuchen, nicht zu reden. Vielleicht bin ich ein paar Minuten inkognito. Wir gucken mal. Oder ich finde einfach einen, wo das gänzlich unbekannt ist, und dann werde ich einen Teufel tun, das zu ändern. Ja. Also es ist tatsächlich komisch. Aber ich meine, wenn die Leute das so dringend zu dir wichsen wollen, dann kannst du doch mal eine Wichseinleitung einsprechen. Und dann verkaufst du die für 100 Euro. Und dabei machst du die ganze Zeit blöde Sebastian-Kommentare. Bleibst eine halbe Minute ganz ernst und erzählst den Leuten, wie energisch sie sich ihre Nudel rubbeln sollen. Und danach sagst du, aber naja, eigentlich. Und wie hast du dich dabei eigentlich gefühlt? Also ich habe meine Hörer ja lieb. Ne? Und ganz ehrlich, und selbst wenn sich da... Sollen sie doch machen. Ne? Das ist zwar nicht die Absicht dahinter, aber wenn sie das können, dann ist das auch in Ordnung. Ne? Also, aber ich glaube einfach nicht, dass das geeignet ist. Ich glaube, da gibt es andere Podcasts und andere Formate, die einfach wesentlich geeigneter sind, um dabei sehr ordentlich abspritzen zu können oder eben als Mädel einfach einen Orgasmus nach dem anderen zu haben. Das ist okay. Aber die Frage, was macht ihr eigentlich beim Podcast hören, die stelle ich lieber nicht mehr inzwischen. Putzen, einschlafen, wichsen. Das sind so wahrscheinlich so diese drei und Autofahren. Und das sind so die Tätigkeiten dabei und das ist völlig okay. Ja. Oh, ja, die Uhr tickert und tickert. Pass mal auf, ich will mal. Erstmal kriegst du jetzt die Gelegenheit, die hier jeder kriegt, mit dem ich das spreche. Wenn du irgendwie jemanden speziell grüßen magst oder irgendwie nette, liebe Worte sagen willst oder jemandem das Weihnachtsgeschenk gut oder schlecht reden willst, mach doch einfach mal. Du hast jetzt die Gelegenheit und ich sag mal nichts dazu. Okay, dann wünsche ich allen Hörern der Kunst der Unvernunft frohe Weihnachten, allen Hörerinnen und allen Hörernesses natürlich auch. Ich grüße meine Frau und meinen Lebensgefährten natürlich ganz lieb und auch das Weirds House und den Steel Dwarf, weil wir uns dieses Jahr leider nicht sehen, so wie die letzten Jahre. Und ich wünsche natürlich dir, Sebastian, dem Podcast sowie und deiner Familie ganz frohe Weihnachten. Vielen Dank. Und wir hören uns natürlich auch im nächsten Jahr wieder. Dann seien wir mal ehrlich, wenn ich nicht regelmäßig in dieser Sendung erscheine, ist es einfach nicht dasselbe. Ja. Ja, und ich muss dir noch was sagen dazu. Haha. Du bist übrigens mein Quotengarant bei YouTube. Also ganz wenige Menschen hören diesen Podcast bei YouTube und das ist auch okay, weil YouTube ist halt einfach auch nicht der Kanal dafür, ne? Aber er wird dort trotzdem veröffentlicht, der Podcast, und deine Folge ist die, die mit Abstand seit Erscheinen alle anderen übertrumpft, die ist auf irgendwelchen Playlists gelandet und die wird gehört und gehört und gehört und gehört, es ist der absolute Wahnsinn, ich habe keine Ahnung wieso und warum genau die das wirklich die einzige ist, die so zieht, aber sie tut es. Echter Wahnsinn. Ne? Also das, ich kann es dir nicht sagen, aber das da ragst du einfach heraus. Zumindest bei YouTube, wenn ich da die Statistiken abrufe, denke ich mir, meine Herren, die sammelt und sammelt. Aber hast du nicht mal ein Bild von mir drin? Nee, aber das werden wir ja ändern, indem wir ja das Cover ein bisschen modernisieren. Also ich mache das wirklich mit allen Covern und alle Menschen, die jetzt schon mitgemacht haben und haben noch so eins von den alten Covern mit der Frau in Braun da drauf, schickt mir irgendwie ein Bild, was ich in den Hintergrund mache und dann tausche ich das aus. Also der Inhalt wird im Grunde der gleiche sein. Weil ganz so viel Arbeit mag ich nicht reinstecken, aber ich möchte eben, dass da was drauf ist. Die letzten zwei Folgen mit Rico und Lady Melody, da habe ich das schon gemacht und das sieht echt geil aus und wenn ich das so nach und nach für alle Folgen hinkriege, dann wäre ich echt ziemlich happy, weil es sieht einfach schön aus, wenn man da ein bisschen mehr zeigen kann als gar nichts. Dann kriegen wir das schon. Ja, also ich werde das ein bisschen renovieren, aber das ist ein Horizont, bis ich mit allen Folgen durch bin, da gebe ich mir mal locker ein Jahr, bis das passt und dann ist das okay. Also wenn du was hast, schick her und dann baue ich das um. Guck mal, dass das so passt, dass du vielleicht nicht in der Mitte das Bild hast, weil da ist ja immer das Logo drauf geklatscht. Das ist eventuell ein bisschen nachteilig sonst. Ja, ich mache das mit, ja, ist der Kanal.
das kriegt das hin. Genau, das Jahr kriegt das hin. Also das Jahr ist auch nochmal für seine eigene Folge machen, wobei das Jahr hat ja sein eigenes Folgencover schon gemacht, aber ich finde, das darf man auch mal modernisieren. Och nee, bitte nicht. Weißt du, wie lange das gedauert hat, das aufzunehmen? Ja, großartig. Hast du das dir erzählt? Ja, ich weiß vom Jais schon, dass, Gott, wie war denn das? Dass Jais, ja, bei Fotos absoluter Perfektionismus und dann muss das exakt so sitzen und dann steht man auch schon mal 2 Stunden in einer Pose da, bis das dann auch so richtig ist. Das, also ich würde keine Fotos mit Jais machen, weil ich glaube, das könnte anstrengend für mich werden. Ja, also für das Folgencover waren wir ja drei Mädels. Und die gefesselt war, die hat es ja am besten, weil die hat weggeguckt. So. Und ich saß auf so einem Puff und musste meine Beine auf der Maid ablegen. Und die Maid musste in einem ganz bestimmten Winkel knien und musste die Füße aber so durchstrecken. Und die Socken mussten so zu sehen sein. Aber das Gesicht sollte ja nicht zu sehen sein. Und, ach Mensch, und dann ist das eine Seil verrutscht. Und nebenan stand das Essen. Und wir haben uns auch alle dreimal umgezogen, bis das Jais zufrieden war. Das war bestimmt, oh, ich weiß nicht, 1,5 Stunden für ein Foto. Ja, aber es ist gelungen, das Bild, muss man mal ganz ehrlich sagen. Das stimmt. Aber ich unterschätze das. Ja. Ich war ja auch so fies, als ich die Kaffeebecher bekommen habe, habe ich einfach 2 hingeschickt und habe gesagt, mach mal Fotos. Ja. Machst du mal schnell, ne? Und ja, das war dann offenbar mit Aufwand verbunden, aber es hat perfekt funktioniert. Ach, es war so süß, weil es kam mit diesen Kaffeebechern und ich hatte mich vorher beschwert, dass ich keinen mehr bekommen habe beim ersten Release von Baumwollseil. Und dann war jetzt so, du, Kat, aber der Sebastian, der hat mir die Becher und sag mal, würdest du die? Und ich war so, ah, du Arsch, du kriegst Kaffeebecher zugesendet und ich nicht? Nee, also, und dann habe ich diesen Kaffeebecher gemodelt. Und dann hat es ja nochmal weiße, richtige Fotos davon gemacht, aber es war auch sehr, sehr amüsant. Der ist aber viel benutzt worden, dieser Kaffeebecher. Also ja, ich habe inzwischen ja auch einen und es ist mit mein Liebster. Ja, du wirst ihn umtauschen dürfen. Aha. Also ich werde ja jetzt Release 2 von den Dingern machen und da steht natürlich was anderes drauf. Und der Mensch, der hier im Haus immer sagt, ach Kat, das hübsche Mädchen, wo ich immer kreidebleich werde, hat per Zufall den neuen Spruch dafür springen lassen. Und es wird aber einen Becher geben, also ich habe mit der Druckerei, ich habe da mit denen lange rumverhandelt und ich darf, ohne dass die Drucknebenkosten sehr hoch werden, darf ich 2 Rückseitenmotive mir machen lassen. Und wenn wir uns dann sehen, dann kannst du entscheiden, behältst du den du hast oder weil du mitgemacht hast, dann gibt es noch einen Becher, da steht dann unten drauf und ich habe in einem Podcast davon erzählt und oben drüber halt BDSM, aber nicht halt als Becher der schwarzen Macht, also die 4 Buchstaben untereinander, sondern wirklich Bondage, Disziplin, Submission, Masochism, schön untereinander weg. Also der ist expliziter, geht's gar nicht. Das ist dann die nicht vanillafreundliche Variante, weil ich mir gedacht habe, also wir haben so lange gesucht, bis wir da was haben, was man da drauf packen kann, bis ich irgendwann gedacht habe, also eigentlich können wir auch einfach das nehmen, wofür es steht. Die mitgemacht haben, die werden das bestimmt gut finden. Und ich bin gespannt. Also Feedback ist noch ein bisschen verhalten. Ich muss das einfach mal probieren. Und mein Riesenvorteil ist, ich komme vor allem nicht in die Versuchung, dann diese Becher an Leute rauszugeben, denen ich einfach gerne so einen Becher gönne, sondern weiß ich, die sind nur für Menschen, die mitgemacht haben, ausschließlich. Ja. Und die werden nicht auf irgendwelchem anderen Weg irgendwie in die Welt kommen und dann habe ich auch welche. Ich habe ja eigentlich geplant, dass ich jetzt für mindestens 2 Jahre Kaffeebecher habe und plötzlich waren die Dinger weg. Fürchterliche Sache. Ja, du musst halt auch mal offizielles Merch rausbringen, auch mit den besten Sprüchen aus deinem Podcast eigentlich. Oh, was man nicht alles machen müsste. Ich will doch eigentlich nur mit Menschen reden und den ganzen Drumherum-Krams, ach ganz ehrlich, ja, da macht man ein bisschen was und das ist auch okay und ich habe auch die Druckerei jetzt gequält mit irgendwelchen Ansichtskarten und Zeugs, weil ich hatte da Gutscheine, die mussten jetzt noch weg. Die habe ich dann auch brav aufgebraucht, weil sonst wären die verfallen zum Ende des Jahres, aber eigentlich so eine ganz stinknormale Folge zu machen, irgendwo hinzufahren, Leute kennenzulernen, viele Stunden zu quatschen und einfach eine schöne Zeit zu verbringen, das ist so das Herz des Ganzen und das macht am meisten Spaß, muss ich ganz ehrlich sagen. Und das soll ja nicht Beruf werden, wenn es irgendwann Beruf ist, dann habe ich ein Problem, weil dann haben wir vielleicht Nebenwirkungen. Ja. Wie läuft dann eigentlich deine Klage? Ja, Gegenseite hat erwidert, sie wollen nicht. Also irgendwann wird es einen Termin geben und dann erzähle ich da nochmal und dann gibt es nochmal ein ordentliches Update.
liebes Publikum, wenn ihr nicht wisst, worum es geht, vergesst es einfach. Das ist jetzt, das wird jetzt noch länger und das ist noch komplizierter. Ich werde das bei Gelegenheit nochmal in Ruhe ansprechen, aber ich habe das Gefühl, das wird noch mindestens ein Jahr dauern und da weiß man auch nicht, was bei rauskommt, ne? Liebes Publikum, wir haben jetzt hier ein bisschen privat gequatscht, das habe ich jetzt alles rausgeschnitten, Edge, aber Kat, ich wünsche dir jetzt einfach, dass du mit deiner Frau heute Abend wunderbar Spaß in der Badewanne hast. Ich gebe dir einen Tipp, wenn Menschen wenig Luft kriegen in der Wanne, dann sind sie in der Lage, unfassbare Mengen Wasser aus dieser Wanne rauszuschaufeln, selbst wenn sie sich nicht rühren können. Also du sollst alle Handtücher auslegen, die du hast. Also kann ich dir nur wärmstens empfehlen, das ist unglaublich, wie, also das ist, mehr Wasser schwappt überall als drin ist. Ja. Und also ich freue mich morgen aufs Paket auspacken und finde es schön, dass wir mal wieder gequatscht haben. Ja, das kriegst du definitiv. Ich werde das natürlich auch Social Media mäßig alles ausschlachten, das ist ja wohl klar. Wobei, das werde ich wahrscheinlich dann nicht morgen machen, weil, ne, Heiligabend mit der Familie und so, da muss man jetzt nicht so viel am Handy hängen. Aber das passt schon. Ja, und überhaupt alle, die das jetzt gehört haben, das wird wahrscheinlich wirklich am dritten Weihnachtsfeiertag, also Sonntag dann erscheinen. Von daher ist das nun schon gelaufen. Dann guckt ihr einfach bei mir mal in die Timeline rein und dann wird das schon irgendwie alles da drin sein. Gut. Ich wünsche dir einfach ganz viel Spaß mit deinen Lieben, dass du einfach schöne Sachen machst. Wir quatschen nochmal privat die Tage und komm einfach in das neue, gute Jahr, in das beste Jahr 2021, was es jemals gegeben haben wird. Es wird schon gut werden. Es wird noch ein paar Monate noch dauern und dann geht's richtig los. Und dann geht's richtig groß. Dann starten wir irgendwelche perversen Shit. Ewig gut. Genau. Und dann kommen wir auch nochmal vorbei beieinander. Das kriegen wir doch hin. Also das müsste schon mit dem Teufel zugehen, wenn wir das nicht hinkriegen. Gut. Ja. Ich wünsche dir einen schönen Nachmittag. Mach's gut. Viel Spaß, Sebastian. Ja. Mach's gut. Tschüss. Dir auch. Tschüss. Ja, das war Kat Kristall. Das hat wieder mal ein bisschen länger gedauert. Was mache ich denn jetzt? Und ich gucke mal, wen ich auf meiner Liste habe. Den oder die ich jetzt anrufen könnte. Da sind überall schon so viele Haken dran. Ich mache jetzt nochmal einen Versuch bei dieser Person. Vielleicht hat sie ja Zeit und Lust. Wir gucken mal. Hallo. Hallo, hier ist Sebastian Stix von der Kunst der Unvernunft. Hi. Ist gerade ein guter Moment, dich anzurufen? Alles gut. Okay, gut. Dann teile ich schon mal mit, damit du auch Bescheid weißt. Ich nehme das hier auf, und wenn, aber du entscheidest hinterher, ob wir das dann auch senden oder so, ne? Wir können aber erstmal quatschen. Ja, also ich bin Sebastian und wer bist du denn? Lara. Hallo Lara. Hi. Ja, ich habe deine Nummer bekommen. Das heißt, ich dürfte dich anrufen. Ich hoffe, ich habe sie auch von dir bekommen, die Nummer. Man weiß das ja immer nicht so genau. Gut, ja, da bin ich aber unsicher. Ja. Und ich kenne dich überhaupt nicht oder ich kann dich gerade noch gar nicht richtig zuordnen. Und du hast angeboten, dass wir sprechen können. Also, worüber sprechen wir? Du kennst mich überhaupt nicht, das ist richtig. Und worüber wir sprechen? Keine Ahnung. Okay, probieren wir es mit BDSM. Wahrscheinlich, ne? Ja, ich glaube, das ist eine gute Idee, ne? Würde ich auch. Bist du, also vielleicht frage ich mal so ein paar Metadaten. Also Lara, magst du ganz grob mir eine Einschätzung geben, wie alt du bist? 32. 32, also blutjung und schon seit 20 Jahren dabei. Nein, kann gar nicht sein. Du bist selber... Also seit 14, 15 Jahren ungefähr, genau. Okay, also vom Start weg schon. BDSM. Ja, tatsächlich. Und du spielst unten oder oben oder beides? Unten. Alles klar. Genau. Ja, okay. So, ich mache mal Notizen hier. Ich komme mal unten. Ja, das ist ja immer irgendwie wichtig, dass man das so ein bisschen, ein paar Sachen weiß, ne? Das ist fürchterlich, dieses ganz schnell kennenlernen müssen, damit das dann irgendwie sendbar wird. Für beide Seiten komisch, genau. Ja. Okay, du kennst offenbar den Podcast, das ist schon mal gut. Ja, richtig. Und du spielst, seitdem du mit BDSM zu tun hast, hast du Beziehungen, in denen das enthalten ist, oder gab es auch mal andere Phasen? Tatsächlich gab es keine anderen Phasen. Meine erste Beziehung fing erst ganz normal in Anführungsstrichen an und dauerte nicht lange, bis mir dann eröffnet wurde, was man sich denn so vorstellen würde. Und jung und vielleicht auch ein bisschen naiv, wie ich war, habe ich einfach Ja zu dem Ganzen gesagt und seitdem lässt es mich auch nicht mehr los.
Okay. Genau. So, ich probiere das bei dir mal ein bisschen anders. Okay, gab es viele Partner oder waren das sehr langjährige Beziehungen? Bist du überhaupt in einer Beziehung gerade? Ich bin momentan nicht in einer Beziehung, nein. Und es gab, nein, nicht viele. Also die erste Beziehung war ziemlich lang. Und danach gab es eigentlich nur so Episoden, dann noch eine längere Beziehung, aber jetzt schon eine ganze Zeit lang keine Beziehung. Es gibt aber immer so den einen, mit dem man immer mal wieder spielen kann, sagen wir es mal so. Okay, du bist also in diesem fürchterlichen Corona-Jahr nicht völlig auf dem Trocknen. Das ist doch schon mal gut. Dazu gratuliere ich. Ja, Gott sei Dank nicht. Gott sei Dank nicht. Ja, danke. Ja, dann würde mich doch mal interessieren, was ist so für dich die Faszination? Also bist du eher die Masochistin oder ist DS ganz wichtig? Also was ist so deine Art des BDSM, die du genießt? Ich glaube, erstmal genieße ich dieses unsagbare Vertrauen, was in so einer Beziehung herrscht, was, glaube ich, für mich auch immer wieder ein Stück unverzichtbar macht. Und sonst ist es schon das DS, was mich sehr reizt. Ja, also ich bin nicht unglaublich masochistisch. Das gehört irgendwie mit dazu, aber das ist jetzt nicht so das Hauptaugenmerk bei mir. Genau. Ja, also das heißt, DS, das ist so ein bisschen mit, ich sag mal, Regeln, Konsequenz, Strafe, genau. Ja, Rituale, das sind alles die Dinge, die du genau. findest. Mhm. Okay, ja. Das heißt aber, wenn du jetzt jemand hast, mit dem du gelegentlich spielst, dann ist so ein 24-7 DS-Dauerding, das ist gar nicht drin. Wie machst du das? Also gibt es da so ein Regelsetting, was dann gilt, wenn ihr euch seht? Oder ich traue mich gar nicht zu fragen, ne? Also was tust du gerne oder was wird gerne mit dir getan? Okay, also es gibt bei uns so ein bisschen, es gibt Regeln, die dann herrschen, wenn wir uns sehen, genau. Unabhängig davon ist es so, dass jeder sein Leben lebt, wie das halt immer so ist. Und ich quasi auch, was das Thema BDSM angeht, nicht wirklich irgendwo geoutet in Anführungsstrichen bin, also es weiß keiner davon. Natürlich damit Arbeit und so weiter auch immer noch gut beschäftigt sind. Es gibt einfach Dinge, die gelten, wenn wir uns sehen. Und damit fahren wir momentan ganz gut. Und das ist auch so ein bisschen was, es ist außerhalb der Treffen halt auch irgendwie, sind keine Verpflichtungen da. Aber halt, wenn wir uns sehen, gelten dann halt gewisse Regeln. Und das funktioniert für uns beide momentan einfach ganz gut. Ich glaube, dass wir beide momentan nicht so, ja, Corona macht es ja auch gerade ein bisschen schwierig, irgendwie Leute kennenzulernen und so weiter. Und Okay. Ja, aber das ist dann also BDSM im Sinne von, ich sag mal, ja, das klingt, als würde ich das schlecht bewerten wollen, ist aber gar nicht so. So ein Ausflug, mal abschalten, mal in eine ganz andere Welt tauchen und diese Person ist dann jemand, bei dem eben dieses Setting gilt. Also wenn ihr euch seht, dann ist klar, du bist voll drin. Ja, genau. Und das funktioniert auch super gut. Also da braucht es keine lange Vorlaufzeit, sagen wir es mal so. Und ich glaube, das genießen wir beide. Also ich genieße es auf jeden Fall momentan sehr. Es ist auch unterschiedlich, ne? Es ist jetzt nicht so, dass wir uns hier jedes Wochenende sehen. Da können auch ruhig mal 4, 5, 6 Wochen dazwischen sein. Ne? Also das ist jetzt nicht so, dass das hier ständig stattfindet. Aber hin und wieder ist es dann doch möglich. Ja, ich versuche gerade so ein bisschen auszutarieren, wie tief ich bei dir graben und bohren kann, ne, und darf. Ja. Im Zweifel sagst du einfach, das geht mich nichts an und dann ist das okay. Ja. Ne? Du hast eben gesagt, du bist nicht geoutet. Also warst du auch nie, also es gibt jetzt keinen größeren Freundeskreis, wo du dich bewegst, sondern das ist so dein Ding. Genau, also es gibt so ein paar Bekannte, sagen wir es mal so. Aber das ist nichts, was hier in meinem näheren Umkreis stattfindet. Ich wohne jetzt auch in keiner großen Metropole, das ist eher so ein bisschen ländlich irgendwie und es gibt so meine engsten Freundinnen, die natürlich alle irgendwie Shades of Grey gelesen haben und ich das dann so ein bisschen als Möglichkeit vielleicht gesehen habe, was dazu zu sagen, aber als ich dann sagte, dass ich das auch ganz nett finde, wenn man mich mal ans Bett fesselt und in die Augen verbindet, das reichte dann bei vielen auch schon und deswegen habe ich dann doch aufgehört, weiter zu erzählen. Ja, aber man hat dann immer so dieses, wenn du wüsstest, was ich schon alles erlebt habe, ne? Ja. Also man möchte ja manchmal und
was sagen. Und dann tut man es natürlich nicht, weil man will die Menschen ja auch nicht überfordern oder verschrecken. Ja, genau. Das ist so ganz blöder Grat, auf dem man dann da am Wandern ist. Ne? Also es wäre schön, wenn man könnte, aber gut, man muss ja nicht. Und vielleicht das Geheimnisvolle macht es ja auch wieder ein bisschen spannender, wenn du dich dann schick machst und aus dem Haus gehst und vielleicht ein Wochenende unterwegs bist und hinterher hoffentlich glücklich aufgelöst und ein bisschen geschunden zurückkehrst. Ja, genau. Und das ist, dadurch bleibt es natürlich halt auch immer wirklich so die komplette Flucht aus dem Alltag. Ne? Also es ist auch nicht schlecht. Das heißt, du bist dann für den Zeitpunkt und bist dann einfach nur Sub. Ja. Okay. Genau. Vielleicht mag ich doch nochmal so ein bisschen in diese Spielart ein bisschen reingucken, wenn ich darf. Das ist dann, ihr macht dann eine Session oder das ist dann wirklich für diesen Zeitraum, für was weiß ich, auch über Nacht, vielleicht wirklich so ein Regelkorsett ganz eng und schön eingepackt und das ist dann einfach da und dann wird einfach die ganze Zeit ganz viel miteinander gemacht. Also es ergibt sich immer so ein bisschen. Also wenn ich hinfahre, ist mir klar, ich bin da jetzt so. Und es ist egal, ob es jetzt für den Tag ist oder ob es das halt für die 48 Stunden sind oder wie auch immer. Und ich kann das dann da endlich ausleben und ich kann dann diejenige sein, die den Kaffee macht und den Kaffee bringt und so weiter, sich erst hinsetzt, wenn er sitzt, solche Kleinigkeiten und daraus entsteht dann mehr, ja, also und wie weit es dann geht, das, ich lasse mich immer überraschen, also groß geplant ist es zwischen uns beiden nicht, er sagt, er macht es auch spontan, ob das immer so stimmt. Ja, also ich habe immer das Gefühl, man hat dann so als Top so ein Setting, man hat Ideen, die sammelt man im Kopf so ein bisschen und dann in der passenden Situation macht es einmal Pling im Kopf und dann denkt man sich, genau das will ich jetzt machen und dann hoffentlich hat man die richtigen Werkzeuge dann auch gerade da. Also ich bin so jemand, der seit jahrelang auf Partys unfassbare Mengen an Taschen aus dem Auto geräumt hat, weil man ja vorher nie weiß, was man denn brauchen könnte, man würde sich fürchterlich ärgern. Das habe ich inzwischen reduziert. So BDSM in der Öffentlichkeit, ich sag mal so Stammtische, Partys, hast du das schon besucht? Oder bist du gar nicht der Typ dafür? Also tatsächlich, ich muss gerade ein bisschen lachen, das war eine ganz schöne Geschichte eigentlich. Tatsächlich gibt es bei uns einen Stammtisch oder es gab ihn auf jeden Fall. Ich bin lange nicht da gewesen und weiß auch gar nicht, wie das jetzt Corona-technisch irgendwie überhaupt funktioniert. Und es war so, also wie gesagt, ich wohne so ein bisschen dörflich und das war in einer Kneipe und es gab einen separaten Raum und ich kam dort rein, habe mich hingesetzt und es dauerte keine 5 Minuten später, die Tür ging auf und ich hatte mich das erste Mal erschrocken, weil auf einmal ein Arbeitskollege meines Vaters mit seiner Frau vor mir stand und ich da am liebsten schon das erste Mal irgendwie unterm Tisch versunken wäre. Oh und, Gott. Ja. Das ist ja mal der Albtraum. Keine halbe Stunde später mir ist das zweite Mal so passiert ist und jemand, den ich aus dem beruflichen Kontext kenne, vor mir stand und dann bin ich halt auch so nach 10 Minuten danach gegangen, weil das hat mich dann in dem Moment echt so ein bisschen überfordert. Erste Mal Stammtisch und dann noch 2 solche Begegnungen, das war... Oh mein Gott, also das ist tatsächlich der Albtraum, wo ich immer sage, ach Quatsch, das passiert auch nicht. Auf der anderen Seite gibt es ja diese Eintracht, dass die Menschen, die dann auch da sind, die werden darüber nicht groß erzählen, weil dann müssten sie auch erzählen, dass sie selber dort gelegentlich zu Gast sind. Ne? Aber ich kann das schon verstehen. Das habe ich mir dann auch mal eingeredet. Also, liebes Publikum, auf die Gefallen, dass ich mich hier wiederhole. Ich habe das, vor 3 Jahren waren wir ja auf einer Party und da hat eine Freundin, hat jemand mitgebracht, das war seine allererste Party und er war da auch als Sub und hat da auch viel Spaß gehabt. Dann hat er irgendwann festgestellt, in dem einen Spielzimmer oder in diesem Spielraum, da ist sein Papa gerade am Spielen. Und der ist schon lange Szene bekannt und den kennen alle und jeder. Und hinterher haben wir dann zusammengesessen und meinte, das ist mein Papa. Da, um Gottes Willen, ich bin völlig fertig, das ist mein Papa. Ne? Das ist so der Extremfall. Aber er hat es überlebt und ich glaube, er ist trotzdem auch dabei geblieben. Ich vermute, da wird man sich in der Familie einfach nur ein bisschen absprechen, dass man nicht unbedingt auf derselben Veranstaltung zur selben Zeit ist. Ne? Aber ich kann dich da total verstehen, dass man da dann sitzt und ich so, oh Gottes Willen, ich wollte doch neue Leute kennenlernen und das ist nur ein bisschen anonym und jetzt habe ich die da plötzlich hocken. Du hast es danach nochmal probiert? Ich war tatsächlich dann noch 1-2 Mal da, aber es war nicht so meins, was vielleicht auch einfach mit den Leuten zusammenhängt. Ich weiß nicht, es war alles Thema, außer das, warum man da war. Und es war auch
ohne jetzt jemanden zu nahe treten zu wollen, aber es war sehr alt, so mit Alter. Und ja. Deswegen hatte sich das dann für mich relativ schnell erledigt. Ja, da muss man manchmal auch gucken, dass man dann einfach das findet, was zu einem passt, wenn man es denn machen will. Also genau. Ich wollte da jetzt gar nicht hindrängen, aber dadurch ergibt sich eine Frage. Denn wenn deine Beziehung da immer ein bisschen BDSM-lastig waren, wie hast du die Menschen denn gefunden? Das war das Internet. Natürlich. Also ich hätte es auch einfach vermuten können, aber ich dachte mir, ich lasse es dich mal sagen. Nein, das war das Internet. Das waren die einschlägigen Portale im Internet, ja. Okay, da legst du ein Profil an, schreibst drauf Sub, dann packst du vielleicht noch ein Profilfoto drauf und dann kommt doch, dann geht's doch los, dann füllt sich das Postfach mit allem möglichen Krams. Wer hast du denn da ausgesucht? Also das muss ja irgendwie, oder hast du die Leute einfach selber angeschrieben, die du interessant fandest? Ich bin sehr schüchtern eigentlich, ja, deswegen würde das von mir aus eigentlich gar nicht so funktionieren. Tatsächlich wird man angeschrieben, ja, und man selektiert irgendwie schon so ein bisschen aus dem, was geschrieben wird. Und ich bin dann jemand, der gerne, ich brauche eine Stimme zu diesen Menschen und man telefoniert mal und wenn man sich dann irgendwie sympathisch ist, trifft man sich. Ja, ich mag also so ein bisschen den Jungs, die da viele, viele, viele Mails schreiben und ein bisschen frustriert sind. Da kriege ich manchmal wirklich Mails, wo Leute sagen, boah, ich habe bestimmt schon 300 Mails dieses Jahr geschrieben und da kommt fast nie eine Antwort und wenn, dann sind die Leute stinkig oder, ja, also das scheint offenbar wirklich schwer zu sein. Und dann muss, ne, deshalb frage ich da jeden Menschen, der im Netz datet, so ein bisschen, was ist denn das, was dich dazu bringt, nicht auszusortieren, sondern zu sagen, ach, auf die Mail antworte ich mal. Was macht es so aus? Kannst du das beschreiben? Also wenn ein fehlerfreier Satz geschrieben wurde, ist das schon mal viel wert. Und wenn dann irgendwie auch noch ein Hallo und eine nette Ansprache kommt, die nicht daraus besteht, irgendwie gleich zu schreiben, wie soll ich dich am besten ficken oder ne, keine Ahnung, irgendwie sowas in diese Richtung, dann hat man schon mal viel gewonnen. Und wenn es dann irgendwie aus dem Lesen her noch sympathisch ist und man irgendwie merkt, ja, da ist Interesse und diese Mail hat er vielleicht nicht gleich an 50 andere geschrieben und er hat das eigene Profil gelesen, dann gibt es auf jeden Fall schon mal eine Antwort. Also ich bin dann auch jemand, der antwortet. Einfach so wegklicken ist dann auch immer schwierig und dann... Ja, das ist ja auch ein Mensch auf der anderen Seite, der hat sich ja möglicherweise auch Mühe gegeben und Zeit genommen. Genau. Und die kann man einfach so wegklicken. Ich finde gerade hier in diesen dystopischen Zeiten ist es ja nun mal auch so, wenn du viel Dating-Möglichkeiten hast, denn du lernst halt keine Leute auf Stammtischen und Partys und draußen kennen, sondern dir bleibt halt nur das Netz und zwar für alle. Und ich glaube, das ist schwer. Da haben es dann Menschen leicht, die einfach gut schreiben können. Ja, das ist natürlich ein unbestreitbarer Vorteil. Menschen, die vielleicht an Legasthenie leiden, die werden Probleme haben, einen fehlerfreien Satz zu konstruieren. Auf der anderen Seite finde ich da aber auch immer ein bisschen Hilfe durch die Technik. Klappt es dann meistens ja dann doch irgendwie. Also ich kenne da einige, die da echt, die schreiben fehlerfreier als ich, weil sie halt die Technik auch nutzen, die es gibt. Ne? Ja. Du checkst dann wahrscheinlich auch das Profil von dem anderen Menschen und hast bei dir ein bisschen was drinstehen. Du hast doch bestimmt irgendwelche Fetische angekreuzt oder sowas, wo du sagst, ja. Tatsächlich, ja, habe ich. Ich glaube, wie das jeder so hat, ne? Also, lass mich doch mal spicken. Ach. Muss das ja nicht gleich so ganz öffentlich machen, oder? Ja, also ich kann auch raten und dann kannst du einmal Nein sagen und dann sage ich dann, ach, da hast du das Nein aber nicht so gemeint. Nein, das ist völlig okay. Also es ist natürlich auch immer dieses Runterbrechen auf einzelne, ich sag mal, Fachbegriffe, wie die eigene Neigung aussieht. Ne? Wenn du es nicht verraten möchtest, völlig okay. Ich frage da nicht weiter nach. Wir wissen schon mal, ein Fetisch hast du, du bringst gerne Kaffee. Das habe ich schon rausgehört. Ja, also solche, jetzt klingelt das bei mir. Das ist völlig okay, soll ich hier Pause drücken? kurz, ich glaube, ich muss nur was annehmen. Ich drück Pause. Ja, Moment. So, jetzt hatten wir einen ganz kleinen Schnitt, liebes Publikum, weil es hat an der Tür geklingelt. Das gehört dazu, das finde ich ja das so Sympathische. Und jetzt bist du einfach wieder da. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Fetische oder Dinge, die du gerne machst, die du eigentlich nicht verraten möchtest. Also kann ich nur mutmaßen. Okay. Genau, und ich bringe gerne Kaffee. Hattest du schon gemutmaßt, richtig? Genau. Ja, denn du musst dich ja auch nicht nackig machen, um Gottes Willen. Ich finde das total schön, dass wir jetzt hier einfach so ein bisschen entspannt reden können. Ich finde, du machst das auch gerade total super und sympathisch. Danke.
Ja, gibt's was, wo du sagst, Mensch, das ist so ein Thema, darüber würdest du gerne sprechen oder das fehlt dir hier vielleicht im Podcast, weil das einfach nicht vorkommt? Nein, ich glaube nicht. Zum Nachdenken, nee, ich glaube so ad hoc, ich meine, in deinem Podcast hast du ja immer ziemlich viel auf, ja? Also es ist ja schon sehr abwechslungsreich. Ja, die Mischung ist im Moment ganz gut, glaube ich. Das ist schön, wenn ihr da mal was aufhört, sag mal ruhig Bescheid. Ich sammle da immer noch mal ein bisschen. Ja. Okay, pass auf, dann würde ich dir, wenn du möchtest, hört denn dein Spielpartner auch den Podcast? Das weiß ich gar nicht. Ja, hin und wieder, glaube Ja, ich. das können wir doch Hin forcieren. und Also wenn du wieder. möchtest, wenn du magst, das wird ja so ein paar Tage nach Weihnachten erscheinen, dann darfst du gerne einen kleinen Gruß da lassen, wenn du möchtest. Ja, derjenige, wenn er es jetzt hört, weiß er ja, von wem gesprochen wird. Und ich hoffe, dass er schon Weihnachten gefeiert hat und dass wir uns dann im Januar relativ schnell bald wiedersehen. Okay, gibt es denn auch ein Geschenk? Ja, also wir wollten uns tatsächlich irgendwie jetzt mal selbst gegenseitig beschenken und das funktioniert aber erst, wenn Corona es wieder zulässt, sagen wir es mal so. Also, ja, ich kann es sagen, wir wollen mal wieder in einem BDSM-Apartment irgendwie ein langes Wochenende verbringen und das sollte das Weihnachtsgeschenk werden und das ist ja momentan auch leider nicht so möglich und dann tun wir das, wenn Corona das wieder zulässt. Oh, da drücke ich euch dann aber so richtig die Daumen, weil das macht echt Ja. Spaß. Einfach diese unfassbare Spielwiese mit diversen Geräten, die man normalerweise nicht zu Hause stehen hat. Ja, Wo einfach richtig. jeder Quadratmeter Platz, den man hat, dazu einlädt, irgendwelche Sachen zu machen. Ja, Eine Kaffeemaschine genau. gibt es dann auch. Und ich finde, Ich Kaffee glaube, ist immer eine es super gibt ja auch noch Spieleinladung. andere Dinge. Nein, 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 nein. Du machst nur die Sache mit dem Kaffee und sonst würdest du ja gar Also, nichts Schlimmes machen. Das ist ja immer der nee, auf gar andere, keinen der was Fall. macht, ne? Das stimmt, das stimmt. Um Ich bin Gottes immer Willen. lieb, brav und artig. Ah, da du gerade Post bekommen hast, ich mag dich gar nicht so lange davon abhalten, da irgendwas auszupacken oder zum Doch, Nachbarn alles gut, ich rüberzutragen. habe es schon gesehen. Das war für mich, Ach, ja. du hast schon gleich ausgepackt. Es war in Folie eingepackt, ja. Es waren selbstgemachte Rumkugeln und Cappuccino. Oh, also da Ja. beneide ich dich gerade. Also Okay. mir hat hier kein Nachbar selbstgemachte Rumkugeln vorbeigebracht. Ja. Wie sind sie jetzt vielleicht? Ja, also kann ich dir ja sagen, ich habe auch ein paar Pakete heute bekommen, die lege ich aber einfach morgen unter den Baum und hoffe, dass das alles familienkompatibel ist, was da drin ist. Ich rufe jetzt so nach und nach die Leute an und frage nach, ob das denn familienkompatibel ist, damit das dann irgendwie nicht morgen dann so großes Trara gibt, wobei wir haben ja eh keine erweiterte Family eingeladen. Wir machen das hier im ganz kleinen Kreis und dann wird das schon irgendwie Ja, schön. das Ja. stimmt. Ich glaube, ich würde dich jetzt schon wieder entlassen. Dann komme ich mich so Okay. halbwegs bei meiner, wenn ich das zusammenschneide, dann irgendwie auf eine Zeit, die noch hörbar ist. Und Immer klar. dich muss ich aber natürlich fragen, darf ich das hier veröffentlichen? Ja, das mach mal. Hat ja Das ist okay. gesagt. Und wenn du über deine nicht genannte Fetischliste oder über irgendwas reden möchtest, mal, du bist herzlich eingeladen, zum Beispiel bei einer Live-Sendung mal anzurufen oder so. Ich finde dich total sympathisch und du bist total entspannt, obwohl du ja echt keine Vorwarnung hattest. Ich habe jetzt einfach nur mal die Nummer gewählt. Ja, genau. Und also sämtliche Nervosität ist dir absolut verziehen. Im Gegenteil, also alle Menschen, die sagen, oh, die war jetzt aber ein bisschen nervös, wenn sie mir nicht ihre Nummer auch geschickt haben, dann einfach die Klappe halten. Ich finde das unglaublich mutig, das hier zu machen. Und mir macht das unfassbaren Spaß. Und wenn du magst, allen Menschen, die hier mitgemacht haben, denen schicke ich gern so einen kleinen Gruß per Post. Das heißt, wenn du Lust dazu hast, dann schickst du mir einfach hinterher eine Adresse oder auch nicht, wie du möchtest. Und dann kann es sein, dass dann irgendwie im neuen Jahr eine Kleinigkeit bei dir einfach im Briefkasten landet. Okay. Ja? Ich finde, Mut muss belohnt werden. Ja, Ja, danke. und ich muss mir ja zukünftige Gesprächspartner immer herbeikonditionieren. Oh je. Ah, ich merke schon, ich komme jetzt hier jetzt quatschen. Ich muss jetzt ganz dringend ein bisschen was vorbereiten, damit ich auch was veröffentlichen kann. Das heißt, heute nehme ich gar nicht weiter auf. Lara, ganz, ganz vielen lieben Dank für deine Bereitschaft und ich wünsche dir und deinem Spielpartner, dass ihr unglaublich tolle Sachen erlebt und dass ihr im nächsten Jahr dann alle die Sachen nachholen könnt, die halt gerade nicht gehen.
Ja, vielen, vielen Dank und euch schöne Weihnachten und kommt gut ins neue Jahr. Das machen wir. Alles klar. Super. Mach's gut, schönen Nachmittag und schöne Weihnachten dir. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war Lara, ein etwas kürzeres Gespräch, aber dafür umso spontaner und ich finde, sie hat das wirklich toll gemacht. Und damit sind wir schon wieder am Ende für heute. Keine Sorge, morgen geht's weiter. Ich habe noch ein bisschen was auf der Liste und produziere das jetzt mal fleißig. Und wer sagt, Mensch, ich mag da jetzt noch schnell mitmachen, bis zum 31. mache ich das Ganze ja hier noch. Und bis kurz davor, denke ich, kann man hier noch anrufen und dann werde ich am 31. selbst einfach alles, was ich noch habe, in eine allerletzte große Folge reinpacken und dann wird die vielleicht doch mal so richtig lang. Euch wünsche ich erstmal noch eine schöne Zeit. Macht's gut. Tschüss.